Leute, und willkommen zum neuen Video auf dem Kanal. Heute alleine, im Hintergrund seht ihr ein Gameplay mit Daninator. Und ja, es geht heute ums Thema, wieso kamen jetzt 2 Wochen keine Videos? Das liegt daran, ich hatte sehr viel in der Schule zu tun und habe nebenbei noch ein Projekt, was ich jetzt aber nicht sage, es ist zwar mit Eddie, aber egal. Nebenbei. Ihr seht, ich habe ein Intro, ist jetzt nicht das Professionellste, ich habe es auch nicht selber gemacht, ich habe es mir aus dem Internet runtergeladen und einfach meinen Namen eingegeben. Ist es nicht so easy, aber erstmal für den Anfang. Würde ich sagen. An der Videoqualität wird sich in nächster Zeit auch ein bisschen was ändern. Das liegt daran. Ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen mit meinem Schneideprogramm befasst. Es wird jetzt besser geschnittene Videos geben. Ab und zu vielleicht auch Vlogs mehr. Wenn ich irgendwas Besonderes mache. Ich habe eine GoPro, habt ihr ja schon in ein paar Videos gesehen. Ja. Das hier ist GoPro. Nochmal kurz zum Gameplay. Das Gameplay ist nicht das Beste. Ja. Ich hoffe, dass euch trotzdem das Video gefällt. Egal. Zum Thema weiter. Ja. Es werden jetzt wieder einmal in der Woche Videos kommen. Das wird der Mittwoch. Das ist ein komplett anderer Plan. Hä, wieso jetzt Mittwoch? Ja, hat's wegen Motorfreitag. Es wird erstmal Mittwoch. es wird keinen Adventskalender geben. Vielleicht nächstes Jahr. Und zu Weihnachten bekomme ich meinen neuen PC. Ja, da wird dann auch öfter gestreamt. Und vielleicht habt ihr es letzte Woche mitbekommen, am Dienstag, mein kleiner Livestream. Ist alles Mögliche gespielt worden. Jedenfalls seid ihr immer aktiv. Der Livestream-Termin Samstag fix um 19 Uhr wird jetzt auch wieder aufgenommen und ich werde es versuchen, dass ich es schaffe. Das werde ich zumindest auf Twitter ankündigen. Erfahrt ihr alles, folgt mir da auf jeden Fall, Link ist in der Beschreibung. Der Livestream wird auf YouTube sein, nicht auf Twitch, generell YouTube wird jetzt Hauptplattform. Ja. Wir spielen nochmal kurz zum Gameplay nebenbei, auf Cobblestone, ja. Das war's auch schon wieder vom Gameplay. Es läuft immer noch weiter, glaube ich, aber, gibt's sonst noch irgendwas zu sagen? Auf jeden Fall, heute auf das Weihnachtsvideo, da habe ich schon ein bisschen was geplant. Eigentlich nicht, aber wird mir schon was einfallen. Und neues Jahr, da werde ich wieder eine kleine bisschen Infovideo machen, so wie hier sowas. Plus wahrscheinlich kein CSGO. Aber egal. Somit hoffe ich eigentlich, dass euch das Video gefallen hat. Lass euch dann noch mit dem Gameplay ein bisschen Spaß haben. Intro habe ich schon gesagt. Hier reporte ich noch ein, weil er Inhex hat. Ist auch dann, glaube ich, gekickt worden, habe ich dann nicht so genau drauf geguckt. Wenn ihr 1-2 Matchmaking-Runden sehen wollt, mal wird es nicht so oft kommen, ab und zu mal. Schreibt es in die Kommentare. Aber GTA wird ab 7.1. kommen. Da bin ich wieder im Band, habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt. Kann ich wieder GTA-Rennen machen im Online-Modus. Ja. ETS wird auch nicht kommen, LS17 wird auch erst kommen im neuen PC dann. Hier habe ich ein bisschen gefällt, weil ich gedacht habe, der Molo kommt nicht so weit, aber egal. Und ja, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen noch da, wenn nicht, dann nicht. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, haut rein, tschüdelü. Natürlich braucht ihr jetzt nicht denken, dass er bei mir keine Musik kriegt, das ist ja klar. Eigentlich, ja. Musik ab.
Amazing.